Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Ob du willst oder nicht Bundle von Sinan G. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ob du willst oder nicht von Sinan G. Das Ganze aus dem Jahr 2013. Es gab dazu eine reguläre CD und auch eine Bundle-Variante. Die kam dann hier ganz schlicht und einfach in Folie verpackt. Und wir haben hier als Bundle-Inhalt einmal das Album, eine Autogrammkarte und ein Shirt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Ob du willst oder nicht, lesen wir hier unten. Es ist das dritte Soloalbum von Sinan G gewesen und das erschien damals bei German Dream. Also hier ein vorübergehendes Gastspiel bei Echos damaligem Label gehabt. Wir haben hier den Herrn höchstpersönlich in der Mitte thronend in einem weißen Bademantel. Ansonsten sieht es aus, als wäre er unbekleidet. Und wir haben hier um ihn herum versammelt fünf Damen, die hier alle irgendwie etwas erstaunt sein dürften, worüber auch immer. Es geht wahrscheinlich irgendwie um diese Körperregion hier. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case und ist hier in so einem Tiger Print gehalten, also in so einem Animal Print. Auf der Seite lesen wir dann auch wieder Sinan G, ob du willst oder nicht. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 17 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Echo Fresh, Sido, Kurdo, Casey Rebel und PA Sports. Hier gibt es noch die Credits zum Album, einen Barcode und, das ist auch spannend, aber damals war das gang und gäbe, die Social Media Auftritte, also hier einmal Facebook und einmal Twitter. Ich gehe mal stark davon aus, dass zumindest Twitter nicht mehr so im Betrieb ist, Facebook wahrscheinlich schon noch. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, auch hier wieder der Interpret abgebildet mit weißem Bademantel und einer knapp bekleideten Dame. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wir haben hier vier Tracks aufgelistet mit den Infos, wer das Ganze produziert hat und die weiteren Infos zum Track. So, natürlich auch hier wieder der Bademantel mit Zigarre am Start und hier dann noch ein Gläschen, in dem wohl Alkohol drin sein dürfte. Sieht irgendwie nach, ja, ist die Frage, könnte auch ein Tee sein. Dann haben wir hier weitere Tracks. Dann hier im Hochformat eine Doppelseite. Ja, das sieht auch sehr fragwürdig aus. Also dieses Booklet auf jeden Fall mit erwachsenem Inhalt. Dann haben wir hier weitere Tracks, weitere knapp bekleidete Damen. Und zum Abschluss gibt es dann noch weitere Credits zu den Tracks und natürlich zum Album. So sieht das Ganze von hinten aus. Hier haben wir dann noch den Arm und die Schulterpartie dieser linken Dame hier. Dann packen wir das Booklet mal wieder rein. Und kommen zur CD. Diese ebenfalls in diesem Tigerprint mit dem grünen Sinan G darüber. So sieht die CD aus. Dahinter kommt dann auch wieder Sinan G zum Vorschein. Soweit zum Album. Dann haben wir noch mit dabei eine Autogrammkarte im Querformat. Hier wieder Sinan mit Bademantel, mit schwarzem Edding hier unterschrieben. Und auf der Rückseite, ja, das finde ich auch besonders spannend, dass man hier auf die Rückseite der Autogrammkarte das hier reinpackt. Ab jetzt überall im Handel, also ein Infoflyer, weil mir wäre jetzt nicht bekannt, dass man diese Autogrammkarte sonst irgendwie bekommen könnte. Also man bekommt die Autogrammkarte in Verbindung mit diesem Bundle, dann hat man das Ganze ja schon erworben. Aber ja. Gut, also hier nochmal die Info, dass das Album ab jetzt erhältlich ist. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses ist dann nochmal separat verschweißt.
Ah ja. Okay. Also ich dachte jetzt irgendwie, es wäre ein Fehler, aber die Vorderseite ist komplett in Weiß gehalten. Wir sehen hier leicht den Backprint durchscheinen. Wir schauen uns den mal an. Okay. Also hier hinten lesen wir, ob, Moment, so, ob du willst oder nicht, das jeweils mit so schwarzen Strichen hier oben und unten versehen. Und darunter lesen wir dann Sinan Chi. Ansonsten hier nichts weiter zu lesen. Wie gesagt, Vorderseite ist komplett blank. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem B und C exakt 150. Ich hoffe, man kann das sehen. Jawohl. In der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt mit dem Backprint, dann die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, sowie natürlich das Album an sich im Standard-Schulcase mit insgesamt 18 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, ob du willst oder nicht, von Sinan G. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sinan G unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.